Und das größte Glückserlebnis, was ich gehabt habe in meinem Leben, ist der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. Für Dr. Hans-Ulrich Klose ist die deutsch-deutsche Geschichte auf besondere Weise lebensprägend. 1935 im brandenburgischen Rüdersdorf geboren, wächst er bei seinen Adoptiveltern in Falkensee auf. Der Parteisekretär an seiner Schule hat eine SED-Karriere für ihn geplant. Aber Klose sträubt sich und findet einen Ausweg. Und dann sagte meine Chemielehrerin, hör mal, dann komm doch zu uns. Die war Mitglied in der Ost-CDU. Also wenn heute mal behauptet wird, das sei eine Satellitenpartei gewesen, das ist ein Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse. Da gelangten also dann Leute hin wie ich, die dem Eintritt in die SED entgehen wollten, auf der anderen Seite aber auch nicht sagen können, ich lehne den Eintritt in die SED ab. Das hätte bedeutet, ich wäre irgendwann von der Schule geflogen. Ost-CDU-Mann Klose hat Kontakte zur West-CDU. Er wird von der Stasi bespitzelt und 1956 weggesperrt. Als Staatsfeind der DDR muss er ins Zuchthaus. Ein einschneidend traumatisches Erlebnis. Nach einigen Monaten Haft kommt er auf Bewährung frei. In der DDR will er nicht mehr leben. Er flieht über die damals noch offene Grenze in den Westen und findet in Korschenbruch eine neue Heimat. Weil mein Vater schon vorher geflüchtet war und Unternehmer, den hatten wir bei der Flucht geholfen. Der stammte aus Löbau in Sachsen, also aus Leipzig. Und der hat meinem Vater eine Stelle angeboten. Und für mich war es ein Glücksfall, dass ich auf diese Art und Weise auch nach Korschenbruch gelangt bin. Klose engagiert sich lokal, kreis- und landesweit in der evangelischen Kirche. Er studiert Jura, wohnt daheim und pendelt täglich zur Uni nach Köln. Nach der zweiten juristischen Staatsprüfung bleibt er verwurzelt in Korschenbruch, auch wenn er als Richter am Düsseldorfer Sozialgericht und später bis 1998 als Justiziar der Apothekerkammer Nordrhein arbeitet. Seine politische Karriere im Westen startet 1961 in der Rats- und Kreistagspolitik, wo er sich vor allem für soziale Themen stark macht. 1966 bis 2005 ist er Abgeordneter und 18 Jahre lang Vizepräsident des Landtags von Nordrhein-Westfalen. In dieser Position kann er Weichen stellen und Figuren der Zeitgeschichte treffen, zum Beispiel Erich Honecker. Dann habe ich gesagt, ich sage, Herr Staatsratsvorsitzender, ich muss Ihnen sagen, es verbindet ein gemeinsames Schicksal. Sie haben 10 Jahre unter den Nazis im Zuchthaus Brandenburg gesessen. Und ich habe ein Jahr unter Ihnen gesessen, auch ein Teil in Brandenburg, aber nicht das ganze Jahr. Und das wollte ich Ihnen sagen, wir haben beide unter demselben Dach gewohnt, dennoch zu unterschiedlichen Zeiten. Nun hätte das ja aussehen können, wie der Honecker explodiert wäre und gesagt hat, vergleich mich hier mit den Nazis. Und, nee, der war sehr ruhig gelassen. Und Rau sagte hinterher zu mir, also die waren der Einzige, der dem dazu sagen konnte. Klose macht hierzulande erfolgreich Politik. Und im Osten tut sich was. Reformen in Polen, Lockerungen in Ungarn, friedliche Montagsgebete in der DDR. Es war eine ganz kleine Zeit, in der die sowjetische Führung in der Lage war, Entscheidungen zu treffen. Und wissen Sie, das war Michail Gorbatschow. Ich bin froh, dass ich ihm auch persönlich mit seiner Frau begegnet bin, später, und wir uns lange darüber unterhalten haben. In Düsseldorf, dass ohne Gorbatschow wäre das auch alles nicht gelungen. Und diese Zeit ist genutzt worden. Gott sei Dank, kann man nur sagen. Die Mauer fällt. Ost und West bandeln miteinander an.
Brandenburg und NRW, Finowfurt und Korschenbruch. Reinhard Schulz, Heinrich Mühlen und Willi Esser unterzeichnen den entsprechenden Vertrag. Die Freundschaft ist besiegelt, mehr als Buchstaben auf Papier. Begegnungen werden geplant. Klose ist von Anfang an dabei. 1994 bis 99 auch als Bürgermeister Korschenbruchs. Auf das offene, neugierige, unvoreingenommene, lebendige Miteinander kommt es Dr. Hans-Ulrich Klose an. Und darauf, die Erinnerungen in vielerlei Form wach zu halten. Zum Tag der Deutschen Einheit machen wir ein Gedenkfeier. Wir sind eine der wenigen Städte und Gemeinden, die in Deutschland das heute noch machen. Und ich fand das sehr wichtig, dass wir das gemacht haben. Und bin da auch immer gewesen. Und wir müssen das auch beibehalten. Es darf nie vergessen werden, was eine Diktatur ist.